Die Aktienmärkte sind in den letzten paar Wochen eingebrochen. Die Turbulenzen werden uns aber weiter begleiten. Solange, bis die Marktteilnehmer, die in der Vergangenheit ihre Aktienpositionen mittels Kredit aufgebaut haben, konnten bereinigen. Die nächste Phase wäre eine volatile Seitwärtsbewegung. Das heisst, wir gehen von weiteren Wertschwankungen aus. Die Massnahmen der Nationalbanken haben lediglich zu kleineren Gegenbewegungen geführt in einem Abwärtstrend. Die meisten Marktteilnehmer sind der Meinung, dass man eine Rezession nicht mehr vermeiden kann. Was es jetzt braucht, sind fiskalpolitische Entscheide, damit man so viele Arbeitsplätze und so viele Betriebe wie nur möglich retten kann. Damit aber auch diese Massnahmen greifen, braucht es unbedingt und zwingend positive Mitteilungen aus dem Gesundheitswesen. Unsere Aufgabe in den nächsten paar Wochen wird die sein, eine mögliche Konsolidierung, eine sogenannte Bodenbildung der Aktienmärkte zu erkennen. Aber erst, wenn sich die Lage in den USA und in Europa entspannt hat, werden wir über neue Aktienpositionen diskutieren. Dann würden wir uns auf qualitativ hochstehende Firmen stützen mit einer soliden Bilanz, die im nicht-zyklischen Bereich tätig sind. Bis dahin empfehlen wir Ihnen, investiert zu bleiben. Ob das heute Einstiegspreise sind, wird uns der Markt erst in 12 Monaten sagen.